Vorlauf, Verein Väter ohne Recht. Ich möchte ganz herzlich begrüßen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie trotz des traumhaften Wetters heute Abend hierher gekommen sind. Immerhin, heute ist zumindest spielfrei, also Sie versäumen wenigstens sonst nichts. Der Anlass, warum wir heute hier sind, ist ein sehr, sehr ernster. Kuckuckskinder. Der Verein Väter ohne Rechte, für alle, die es noch nicht wissen, setzt sich seit fast 9 Jahren ein für das Recht der Kinder auf beide Eltern. Und das ist in Österreich, auch wenn der Vater ganz eindeutig feststeht, alles andere als einfach. Und ich denke mal, selbst wenn der Vater nicht eindeutig feststeht oder wenn sich herausstellt, dass der Vater, der vermeintliche Vater, aber nicht der tatsächliche Vater ist, wird das Ganze noch ungründlich komplizierter. Und für die betroffenen Väter, glaube ich, kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet und was das für die Väter für ein trauriges Gesicht sein muss, wenn man nach etlichen Jahren feststellt, dass das Kind, von dem man glaubt, dass es sein eigenes ist, dann doch nicht das eigene ist. Ich persönlich kann mir das gar nicht vorstellen, was diese Väter durchmachen. Ich habe nur ganz kurz überlegt und bin dann auf die Idee gekommen, dass einer der berühmtesten und erfolgreichsten Österreicher aller Zeiten es bis zu seinem tragischen Ende nicht überwunden hat, zu erfahren, dass die Tochter, von der er geglaubt hat, dass sie seine ist, dann doch nicht seine ist. Johann Hölzl, best bekannt als Falco. Deswegen möchte ich jetzt mit seinen Worten die Väter, die davon betroffen sind, ehren und sagen, das sind, glaube ich, die wahren Helden von heute. Und damit übergebe ich jetzt an die beiden Vortragenden des heutigen Abends mit Frau Susanne Haas vom Vaterschaftstestlabor DNA Konfidenz und dann mit Herrn Rechtsanwalt Hermann Schwarz. Okay. Herzlich willkommen im Verein und danke Sven Gründl und Matti Stiegmeier ist heute nicht da für die Gelegenheit der Präsentation. Ich werde mich kurz vorstellen und dann auf Sie auch eingehen. Mein Name ist Susanne Haas. Ich leite seit über 13 Jahren ein DNA-Labor in Wien für Vaterschaftsfeststellungen und alle Arten von Verwandtschaftsuntersuchungen, die wir für private Personen und für Behörden und Gerichte auch durchführen. Ich bin auch Gerichtssachverständige für Erbbiologie und DNA-Analysen. Und Sie als Betroffene, ich kann nur sagen, ich verstehe die Männerseite sehr gut. Ich muss mich oft schämen für Frauen, die lügen, betrügen, für diese Willkür, die da herrscht, gerade bei der Kindesunterschiebung in der frühen Vaterschaft. Auch wenn Vätern den Kindern kein Zugang gewährt wird, wo sie nicht mal eine Probe nehmen können für den Vaterschaftstest, der ohne Kindesmutter in Österreich möglich ist, aber doch die Probe vom Kind erfordert. Und all diese Dinge, die ich höre und sehe, so viele Dinge, die ich jetzt auch nur, wenn anonymisiert, erzählen kann, könnte ich natürlich ein Buch darüber schreiben, von Samenraub sogar bei der Weihnachtsfeier oder von Frauen, die angeblich am Klo schwanger geworden sind, weil der Mann nicht der Vater des Kindes bezeichnet hat und dann eben gemeint hat, da muss er sich am Klobett gesetzt haben, wo vorher ein Mann urniert hat, dass sie schwanger geworden ist von dem anderen Mann und solche Dinge. Und da muss ich dann schon oft einfach mich fremdschämen, oder? Deswegen, ich verstehe das im österreichischen Familienrecht, auch im deutschen, ist wirklich eine rechtliche Schieflage zugunsten der Frau. Jetzt hat der Mann schon konfrontiert mit der biologischen Schieflage bei der Vaterschaft, dass die Frau eigentlich nur sie sicher weiß, wer der Vater ist, aber auch das nicht einmal in allen Fällen. Und wenn er bezeichnet wird als Vater, er sich entscheiden muss, ob er bei unehelichen Kindern, ob er anerkennt, wenn er der Ehemann ist, ist er sowieso der Vater. Darüber wird der Magister Schwarzen sprechen. Ich würde von Geburt weg einen Vaterschaftstest machen, damit diese Sache aus dem Weg geräumt ist, Gewissheit über die biologische Vaterschaft herrscht. Man kann dann immer frei entscheiden, will man das Kind großziehen oder nicht, bleibt jedem überlassen. Sollte nur transparent sein, sollte jeder eigentlich einfach mit offenen Karten spielen und einfach eine freie Entscheidung auch haben darüber. Und ich plädiere für einen Vaterschaftstest gleich nach der Geburt. Das wäre nicht teuer und das könnte viele Nerven und auch Geld und Nerven auch bei den Verhandlungen und Prozesse auch sparen, die auch dem Staat letztlich viel kosten.
Tobias Wolfsberger, selbst ein Betroffener in Deutschland, Sie kennen vielleicht den Film, den er selbst gedreht hat, weil er als Berufsregisseur ist, Der entsorgte Vater. Er spricht auch über die Problematik, wie das Kind ihm entzogen wurde über lange Jahre und wie er eigentlich daran zerbrochen ist, weil er das nicht geschafft hat, den Zugang zu, nach den ersten Jahren, nach den frühen Jahren zu schaffen. Ja, die lebenslange Paarbindung ist sicher, die ewige Liebe ist sicher der Wunsch von den meisten von uns. Dennoch ist es so, dass die Scheidungsrate sehr hoch ist. Seit dem Jahr 19, in den 80er Jahren war es so bei 26%, jetzt ist es bei 42% und der Höhepunkt war im Jahr 2007 bei 49%, also fast jede zweite Ehe geht in die Brüche. Da sind die aufgelösten Partnerschaften noch gar nicht mitgezählt. Österreich liegt also im Mittelfeld. In Europa ist noch viel mehr Scheidungen, in Tschechien zum Beispiel, in der Ukraine weniger Scheidungen, Scheidungsrate niedriger, findet man in Italien, in Rumänien und Polen, wahrscheinlich weil es katholische Länder sind. Also stärker katholisch ist bei uns. Warum ist der Seitensprung nicht schon evolutionär ausselektioniert worden, wenn doch die Paarbindung, die Monogamie quasi die beste Lebensform ist, um Kinder großzuziehen? Weil die Kinder fordern einfach viel Ressourcen und Investment und das ist am besten als Paar, als Eltern zu bewerkstelligen. Dennoch gehen ungefähr 50% in der Partnerschaft fremd. Die Statistiken zum Thema Seitensprünge sind halt mit Vorsicht zu genießen, weil es ein Tabuthema ist und weil dabei viel gelogen wird. Und dabei geht es auch nicht unbedingt um den One-Night-Stand, sondern so Affären oft die ein halbes Jahr dauern. Die Männer gehen laut Elite-Partner-Quelle eher fremd, weil wegen besseren Sex oder weil die Frau sich gehen lässt. Also 48% tun es wegen unbefriedigendem Sex, 44% wegen mangelnder Aufmerksamkeit der Frau oder der Partnerin, 36% weil sich die Partnerin gehen lässt und 35% weil es keine Gespräche mehr gibt. Und wenn ein Mann draufkommt, dass die Frau fremdgegangen ist, fragt er sich in der Regel, war der Sex besser? Er muss auch Angst haben vor dem Kuckucksgehen. Die Frau, wenn sie entdeckt, dass der Mann fremdgeht, wird ihn fragen, liebst du sie? Also auf das komme ich noch zu sprechen, weil daraus kann man einiges ableiten. Frauen gehen am ehesten während ihrer fruchtbaren Tage, während im Eisprung fremd, jetzt sieht man das nicht wie im Tierreich bei der Brutzeit. Die weiblichen Menschen haben einen versteckten Eisprung. Das ist auch mit ein Grund, warum sich wahrscheinlich die Monogamie entwickelt hat, weil da muss der Mann sie ja bewachen, ständig, damit es eben nicht zu einem Kuckuckskind kommt. Frauen gehen auch während der Ovulation sprechen sie auch auf Androgen-Männer an. Also Männer, die viel Testosteron haben, und sprechen sie eher an. Zum Beispiel weiß man das von Fotos, von Studien, die man Studenten Fotos vorgelegt hat, von Männern, da sprechen sie genau zu maskuline Typen, die einen höheren Testosteronspiegel haben, an während der fruchtbaren Tage, während in der übrigen Zeit des Zyklus ist das nicht der Fall. Und dann bevorzugen sie eher Männer, die das Versorgerprinzip repräsentieren. Also Männer, die, sagen wir mal, das Softie-Typ sind, und um Gene für ihre Nachkommen zu bekommen, würden sie eher den Macho-Typ bevorzugen. Also das männliche Geschlechtshormon Testosteron ist nicht nur für die Libido, sondern auch für die Aggression verantwortlich und regelt auch in Gesellschaften. Bei Primaten weiß man es, bei Menschenaffen, in Gruppen die Dynamik, die Hierarchien, zum Beispiel das Alpha-Männchen unterdrückt sogar die Hormonproduktion von den Untergebenen, weil es
Also von der Aggression her die Machtstellung behalten will. Wie viele Kuckuckskinder, welche Rate haben wir in etwa? Es gibt eine Studie, die von 1950 bis 2004 durchgeführt wurde in Südengland. Und anhand von den Fingerabdrücken der Kinder und Eltern hat man festgestellt, eine Rate von 3,7%, das wurde auch veröffentlicht in einer britischen Ärztezeitung. Das ist also immer diese Vaterschaftsdiskrepanz von 3,7%, die Basis ist für die Statistik. Es gibt aber auch mit der Dunkelziffer weit höhere Raten. Und es gibt auch eine andere Studie, die besagt, nach den Nachnamen, den männlichen und den Y-chromosomalen Analysen, die man gemacht hat, eine Kuckucksrate in Westeuropa von etwa 2%. Ich persönlich glaube, sie liegt so zwischen 6 und 8%. In unserem Labor sind wieder hauptsächlich Männer in Zweifel. Bei uns ist die Rate hoch, das ist 25%. Jeder vierte Vater wird als Nichtvater erkannt. Ist die Vaterschaft ausgeschlossen? Ja, warum lügen die Frauen oder sagen sie bewusst die Unwahrheit? Es ist sicher die Lüge für das familiäre Glück, für die heile Familie. Kuckuckskind ist definiert ein Kind, wo der Partner oder Vater das Kind aufzieht, ohne zu wissen, dass es nicht sein leibliches Kind ist. Es hat immer diese Don Juans und Womanizer gegeben unter den amerikanischen Politikern und der Geschichte und der Literatur viele. Und einen erwähne ich aber immer gerne, den Charles Lindbergh. Er war wirklich ein besonderer schwerer Mütter. Der hat mit seiner Anne in Amerika 6 Kinder gehabt und eine sehr zärtliche Liebesbeziehung, hat aber dann in Europa hat man nach seinem Tod, wurde das veröffentlicht, 29 Jahre nach seinem Tod in der Süddeutschen Zeitung, hatte in Deutschland mit der Sekretärin noch 4 Kinder gehabt und dann hat sich 2 Jahre später herausgestellt, dass er noch mit der Schwester von der Sekretärin noch 2 Kinder, mit einer anderen Frau auch noch 2 Kinder hatte. Die wussten alle nichts voneinander. Er war ein Meister der Täuschung, er ist unter Pseudonym aufgetreten. Er ist ja der berühmte Transatlantik-Pilot. Aber er hat verboten, den Frauen über die Vaterschaft zu sprechen. Die sind erst nach dem Tod langsam raufgekommen, Jahre später, und haben dann durch die Vaterschaften nachweisen können, durch die Vaterschaftstests nachweisen können, dass die Heilgeschwister sind. Welche Vorteile bringt das jetzt einem Männchen oder einem Mann, möglichst viele Nachkommen zu haben mit verschiedenen Frauen? Natürlich ist eine Durchmischung des Genpools stärker und natürlich können dann die Nachkommen eher überleben, wenn sie verschiedenste Eigenschaften haben, die Überlebenschancen erhöhen. Und praktisch ist dann, wenn ein anderer Mann die Aufzucht übernimmt. Bei Frauen ist es nicht unbedingt zielführend für die Nachkommenschaft, sie kann nicht mehr als eine Schwangerschaft im Jahr haben, etwa, also wenn sie sich mehr lieb haben, hingebringt ihr das jetzt für die Nachkommenschaft nichts. Während der Mann mit den Millionen Eizellen kann ja die Quantitätsstrategie verfolgen, wie das der Professor Euler, ein britischer Evolutionspsychologe, so benannt hat, die Quantitätsstrategie beim Mann. Als Fortpflanzungsstrategie. Einen marokkanischen Kaiser möchte ich erwähnen, der auch im Guinness-Buch der Rekorde steht, weil er absolute Reproduktionsauftrag erfüllt hat. Er hat nämlich 850 Nachkommen gezeugt. Also 525 Söhne und 342 Töchter. Er ist also, glaube ich, schwer zu toppen. Es haben sich allerdings einige Anti-Kuckuckskind-Strategien heraus entwickelt, unter anderem diese Spermienkonkurrenz. Also es gibt Spermien, die
auch nicht für die Befruchtung sind. Wenn eine Frau Geschlechtsverkehr hat innerhalb kurzer Zeit mit einem Mann und die Spermien halten ja 72 Stunden, also es kann auch über 2-3 Tage gehen, dann werden die Samenzellen des Ersten gegen die Samenzellen des Zweiten auftreten wie eine Amylid. Sie verlieren, sie können nicht mehr beweglich sein und sie töten chemisch und ab die neuen Spermien und sie blockieren sie am Weg zur Eizelle, damit sichergestellt ist, damit auch nur sie zukommen. Sie kennen das vielleicht auch von den Wölfen, die haben nach der Kopulation eine Penissperre, die können einmal eine halbe Stunde nicht raus, müssen hinter dem Weibchen herhoppeln, bis das wieder abschwillt, damit auch hier die Nachkommenschaft absolut gesichert ist. In der Natur gibt es einige Strategien dafür, aber bei Hennen weiß man, dass wenn sie begattet werden von einem Hahn, den sie nicht mögen, dass sie sein Sperma wieder hinausschleudern. Ja, was ist evolutionsbiologisch der Sinn dahinter? Also nur die sollen, also sollen die Gene in die nächste Generation gestreut werden und sich zu vermehren ist quasi das oberste Ziel jeder Spezies. Die das verabsäumen sind offensichtlich nicht da und es haben sich natürlich die Eigenschaften über lange Zeit fortgepflanzt, die erfolgreich waren, wie Attraktivität, auch Aggressivität in gewisser Weise und auch Intelligenz. Und summa summarum ist die Treue als auch die Untreue eigentlich evolutionsbiologisch für beide von Vorteil. Wie ist es zu dem Vaterschaftstest gekommen? Der österreichische Arzt Karl Landsteiner hat im letzten Jahrhundert, Anfang letzten Jahrhunderts, die Blutgruppen entdeckt, er hat eine Hypothese aufgestellt und hat aber eine Ärztefamilie untersucht und da hat immer eins nicht gepasst in das Schema, was er aufgestellt hat und dann ist er draufgekommen und da hat sich dann die Sache geklärt mit dem Kuckuckskind. Eine Frau hat ein Kind untergeschoben und das konnte natürlich dann nicht in seine Hypothese passen, das ist jetzt Gott sei Dank aufgeklärt. Er hat dann dafür einen Nobelpreis erhalten 1930. Und seit damals sind auch die Blutgruppen lange für die Vaterschaftsfeststellung vor Gericht, haben sie gegolten, bis in die 80er Jahre etwa, und auch für das Strafgericht. In den 80er Jahren hat ein britischer Genetiker, der Alex Jeffries, oder der Sir, ist er dann geworden, hat das Fingerprinting entdeckt. Also er hat gesehen, dass es in der DNA Stellen gibt, die, wo sich die Menschen unterscheiden. Wir haben so ungefähr 25.000 Gene und die sind immer gleich, außer wir sind krank, also Mutationen, sonst haben wir alle Insulin, Hämoglobin, Kollagen. Und nur zwischen den Genen, diese Stellen sind variabel. Und deswegen haben wir hier ein individuelles Identifikationsmuster und das ist so spezifisch für jeden Menschen, dass nur eineige Zwillinge dasselbe haben. Wozu kann man das verwenden, dieses Muster für die Vaterschaft, für die Mutterschaft, haben wir auch schon gehabt, 8-mal etwa bei Verdacht auf Kindsverwechslung, für Geschwistertest, für die Zwillingsuntersuchung, ob es eineige sind oder zweieige, das sieht man sehr schön, weil die Eineige haben dasselbe Profil. Dann Identitätsfeststellung, brauche ich Ihnen nicht sagen, Kommissar-DNA in der Gerichtsmedizin, ganz ein wichtiges erkennungsdienstliche Maßnahme. Und für Stammbaumanalyse kann man zurückverfolgen, auch Generationen überspringen. Wenn es zum Beispiel bei einer Vaterschaftsuntersuchung den Vater nicht mehr gibt, weil er verstorben ist oder nicht zur Verfügung steht, aus welchem Grund, dann kann man auch mit seinen Eltern das feststellen oder mit seinem Bruder oder mit anderen Kindern, die er vielleicht schon hat. Wie wird es gemacht? Die DNA ist in jeder Körperzelle im Zellkern, das sind 46 Chromosomen. Und sie ist so eine doppelsträngige Leiter. Und sie sieht, also Chromosomen sind körperlich etwas anfärbbar, ist deswegen heißt es so. Aber normalerweise ist die DNA einfach ein langer, sehr, sehr langer Faden aufgewickelt und im Zellkern. Mit 46 Chromosomen.
Also das sind 46, 22 Paare sind das und zwei Geschlechtschromosomen. XY beim Mann wie hier auf dem Bild und XX hat die Frau. Zwei X, die Frau hat gar kein Y-Chromosom. Das hat der Sohn immer von seinem Vater. So kann man auch schön eine Y-chromosomale Analyse machen, wenn man eine väterliche Linie zurückverfolgt. Weil alle Männer von einer väterlichen Linie dasselbe Y-chromosomale Muster haben. Die Chromosomen, die anderen, nicht die Geschlechtschromosomen, aber die anderen, die sind doppelt. Und zwar immer eines kommt vom Vater und eines von der Mutter, das werde ich jetzt sagen, warum. Und die Stellen, die da so bunt markiert sind, das sind so typische Standardmarker, nennen wir die. Das sind genau diese Stellen, von denen ich gesprochen habe, wo die Menschen sich unterscheiden, diese, heißen auch Mikrosatelliten, diese variablen Stellen. Und nur in der Ei- und Samenzelle ist der halbe Chromosomersatz. Und da bei der Befruchtung verschmelzen die zwei Halben zu einem doppelten Chromosomensatz. Und so kann man verstehen, dass von einem Paar immer eines vom Vater stammt und eines von der Mutter. Daher hat ein Kind immer genau 50% vom Vater und 50% von der Mutter geerbt. Weil ich werde manchmal gefragt, hat das Kind nicht mehr von dem oder. Es ist immer genau die Hälfte. Und wenn man zum Beispiel anschaut, wie wir das haben, das Rot ist nur ein Größenstandard, aber wenn ich hier den Marker in Grün, den Marker in Blau zeige, also nur zwei Stellen von Chromosomen, und ich habe diese Werte, dann können Sie mir vielleicht sagen, ob dieser Mann, der ein guter Tiefvater hier genannt wird, ein möglicher Vater, oder ob der Vater von dem Kind sein kann. Also wenn man die Werte, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, von hinten, das Kind hat zum Beispiel auf dieser Stelle 9 und 10, die Mutter hat 7 und 10, also hat das Kind 10 von der Mutter, die Mutter ist immer sicher, und 9 von seinem Vater geerbt, von seinem biologischen Vater. Da schaut man an der Stelle, ob der Mann überhaupt so ein Allel hat. Diese Werte heißen Allele. Er hat eines, also hier ist eine Übereinstimmung, die kann aber auch zufällig sein. Wenn man den zweiten Marker betrachtet, dann sieht man, das Kind hat die Allele 21, 22, die Mutter hat das 22 vererbt. Das andere kommt von seinem biologischen Vater, das hat dieser Mann nicht. Und wenn so vier Ausschlüsse sind, ist er mal hundertprozentig von der Vaterschaft ausgeschlossen. Also vier von den Markern, die wir untersuchen in der Regel 19, dann ist er schon nicht der Vater, der ausgeschlossen. Und bei der Vaterschaft sonst, wenn jemand der Vater ist, dann die Vaterschaftswahrscheinlichkeit über 99,999%. Ist, dann stimmen alle Chromosomen natürlich überein. Ja? Eins ist immer von der Mutter und das andere hat dann der Vater vererbt. Und dann schießt die Wahrscheinlichkeit sowieso so in die Höhe, je mehr Marker man hat, umso höher wird sie. Sie wird nie genau 100 erreichen, weil es eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist. Ja? Das ist in der Natur der Wahrscheinlichkeitsrechnung 99, und viele 9er nach dem Komma kann sie erreichen. Aber ab 99,99 dürfen wir Sachverständige sagen, die Vaterschaft ist praktisch erwiesen. Das ist ein Beispiel, manchmal muss man einfach nur schauen und dann weiß man, das ist der Vater. Das habe ich gefunden, ich nicht. Ja, welche Zellen können wir nehmen? Nicht nur diesen typischen Mundhöhlenabstrich, ein Beispiel mitgenommen von so einem Wattestäbchen. Mundhöhlenabstrich wird einfach an der Wangeninnerseite genommen. Das kann man auch mit einem normalen Ohrenstäbchen machen, weil ab ich es öffne, ist es eh nicht mehr steril. Und das macht nichts, man gibt es dann da zurück oder in ein Papierkuvert, weil nachdem man abgerieben hat, sind so viele hunderte Zellen drauf, weil es genug DNA. Wir können aber genauso von einem Glas, von einem Lippenabdruck oder von einem Schnuller und von anderen, wo die Zellen anhaften, können wir DNA-Profile erstellen, also von den gerauchten Zigaretten zum Beispiel. Es gibt übrigens da in Österreich kein Beweisbeschaffungsverbot. Ja? Wir sind da etwas lockerer in Österreich. In Deutschland ist es verboten, heimische Proben zu nehmen. Aber bei mir kommt es schon mal vor, dass wir Proben bekommen, auch Kaugummi zum Beispiel vom Kind. Warum? Vielleicht will der Vater ihm, wenn es in der Pubertät ist, nicht sagen, ich möchte jetzt wissen, wie dein Vater bin, sondern er macht den Test, ohne dass das Kind es weiß, und dann hat er einfach die Antwort. Und dann kann er ja Schritte einleiten, nicht? Ein heimischer Test ist dann natürlich nicht vor Gericht als Beweis gültig, sondern nur als Indiz, dass man eine Vaterschaftsaberkennung zum Beispiel als Verfahren beginnt. Dann wird ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
Haare nur mit der Wurzel, weil das in der Wurzel gibt es ja Fingernägel und selbst von Boden, Knochen, Zähnen, das werden Sie wissen. Also Exhumierungen, zwei habe ich auch schon erlebt und drei halt von Verstorbenen genommen. Es ist gut, wenn Sie noch nicht begraben sind, dass man Proben sicherstellt, wenn es irgendeine Frage gibt, bezüglich Erbrecht oder so. Und ich sage auch jedem Mann, der bei uns einen Test macht, legen Sie das Gutachten als zu den Dokumenten, denn man weiß ja nie, was im Laufe des Lebens noch für Ansprüche kommen. Und ich könnte jetzt noch die Geschichte erzählen, die ich zu Beginn erzählen wollte, was mich sehr betroffen hat, zwar am Beginn der Vaterschaftstests, dass ein oberösterreichischer Bauer, der eigentlich viel Grund und hatte und Hof, den ältesten Sohn testen lassen wollte bei uns. Und er hat die Proben geschickt. Ich habe ihn nicht persönlich gesehen. Und ich habe dann gesehen, dass die Vaterschaft ausgeschlossen ist und habe ihm das telefonisch mitgeteilt. Er wollte das dann so, bevor es dann das Gutachten schriftlich per Post kommt. Und da war es mal still in der Leitung, wie gesagt, die Vaterschaft ist ausgeschlossen, dann war es still und er hat dann gesagt, heißt das, dass ich nicht der Vater bin? Das war schon ziemlich schmerzhaft für ihn, das hat man durchspüren können, das Telefon. Und das war so, dass er später, nach 2 Monaten, die Probe von seinem anderen Sohn geschickt hat. Und wie ich gesehen habe, dass er auch da nicht der Vater ist, hat es mich eh schon erschauert. Und ich musste ihm das sagen und dann hat er den Bruch an seinen dritten Sohn geschickt, da war er auch nicht der Vater. Und da habe ich dann gemerkt, wie schlimm das ist für einen Mann, der 70 ist, aber vor seinem Testament erstellen, Erbschaft, dass er eigentlich seine ganze Nachkommenschaft bekommen ist. Weil da kann er jetzt nicht mehr anfangen, Kinder zeugen. Und deshalb sage ich, das ist schon am besten. Über die rechtlichen Hintergründe wird eh der Magister Schwarz sagen, aber wenn ein Mann Zweifel hat, wenn die Frau im Streit sagt, etwas oder wenn das Kind dem Chef davor ähnlich schaut, man muss dann sofort auch reagieren, auch wenn man das nicht hören will oder wahrhaben will. Weil man hat dann da auch eine Frist. Und es werden auch oft die Nachkommen von der mütterlichen Linie bevorzugt. Zum Beispiel die Großmutter mütterlicherseits kann sich ja sicher sein, dass die Enkelkinder ihre sind. Während ein Großvater väterlicherseits sich am meisten unsicher sein kann. Also da gibt es ja 2 Generationen, wo eine Vaterschaft sich ja ganz auftreten kann. Das ist nur die Liste von den Sachverständigen, dass ich eingetragen bin. Also für die Vaterschaftsfeststellung wird das hauptsächlich genau verwendet und wir haben viele Fälle, die halt manche Fälle, wo der Vater dann nicht zur Verfügung steht, wo wir seine Eltern oder andere Verwandte nehmen müssen. Wenn Sie Fragen haben, also mein Labor ist in Wien-Döbling, ein Vaterschaftstest kostet 380 Euro inklusive Doppelanalyse und Mehrwertsteuer und Gutachten mit den normalen Speichelproben. Egal, ob Sie jetzt einen normalen Vaterschaftstest machen oder einen Brudertest, Schwestertest, es geht um den X-Chromosom oder Großelterntest. Also es ist spezialisiert auf verschiedenste Hypothesen von Verwandtschaftsfeststellungen. Ja. Man braucht aber nicht, ist das richtig, dass man nicht zwingend von Vater und Mutter und von Mutter braucht man nicht, nein. Also es hat jetzt noch niemand gefragt, was ist, wenn nur 2 nicht übereinstimmen oder 1 nicht übereinstimmen, weil ich gesagt, ab 4 ist die Vaterschaft hundertprozentig ausgeschlossen, dann ist er nicht der Vater. Aber was ist, wenn nur 2 nicht übereinstimmen und die anderen alle? Dann könnte der Bruder der Vater sein, weil die Brüder sind sich ähnlich genetisch. Und das haben wir mal. Ich habe mal bei einem Fall gehabt, dass 1 nicht übereingestimmt hat. Und das kommt schon mal ab und zu vor, weil die Chromosomen, da könnte auch eine Mutation sein. Da kann sein, dass 1 so ein Repeat verloren gegangen ist. Ja, diese Anzahl mit den Ziffern, das sind Repeats. Weiß man aber nicht, welche biologische Funktion da dahinter steht. Jedenfalls kann sein, dass Mutation von 10 auf 11 passiert. Das kommt vor, 1 zu 1000. Und bei dem einen speziellen Fall war es
auch so, dass ich ihm gesagt habe, entweder ist es eine Mutation oder der Bruder kommt als Vater in Frage, möglicherweise, dann müsste ich den Bruder untersuchen. Und er hat gesagt, nein, nein, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Und dann war der Fall abgeschlossen. Dann kam die Probe vom Bruder und dann war der der Vater. Er hat übereingestimmt. Dann habe ich die Mutter angerufen, wie das möglich sein kann. Und dann hat sie gesagt, ja, also der andere hat so viel Schuld. Ich brauche es ja vor Ihnen nicht sagen, weil Sie sind wahrscheinlich schon mit so Fällen konfrontiert. Das ist wirklich schlimm. Ja. Aber das können wir selbstverständlich unterscheiden. Natürlich, wenn die Mutter dabei ist bei der Untersuchung, wird es genauer. Weil wenn die Mutter ihre Allele, wir sehen ihre Allele, die sie dem Kind vererbt hat, die anderen Merkmale stammen vom Vater. Das heißt, man sieht das obligate paternale Allele, wenn man die Mutter mit untersucht. Man muss sie aber nicht mit untersuchen. Nur wenn zwei Väter in Frage kommen, die Brüder sind, dann empfiehlt es sich, die Mutter mit zu untersuchen oder beide Brüder halt. Und man kann das unterscheiden. Aber im Gericht ist aber schon immer vorgeschrieben, dass vom Gericht ist vorgeschrieben, dass die Mutter mit untersucht wird, wobei manchmal auch die Mutter sich weigert und wir dann nur den Vater und das Kind untersuchen, wenn wir diese Wahrscheinlichkeiten berechnen, eine Software. Und wenn wir eine so hohe Wahrscheinlichkeit kriegen, wenn zum Beispiel ein seltenes Merkmal vererbt wurde, schießt schon dadurch die Wahrscheinlichkeit auch in die Höhe. Und wenn wir dann 99,999% haben ohne Mutter, dann reicht es auch aus, um die Vaterschaft nachzuweisen. Wie hoch ist denn die absolute Anzahl der Allele? Also es gibt immer zwei Allele, weil es zwei Chromosomen gibt. Pro Chromosom, aber wie viele man untersucht? Es gibt Minimum, muss man 16 untersuchen. Früher war das 12. Aber jetzt sind 16, sind eh strenger geworden. Für die Abstammungsbegutachtung mindestens 16 Marker. Wir untersuchen 19 und wenn es nötig ist, auch bis zu 30 oder 50 Marker. Je mehr man untersucht, umso genauer wird es. Da kann ich auch Brüder unterscheiden ohne Mutter, ohne Kindesmutter. Mundhöhlenabstrich. Mundhöhlenabstrich? Ja, Mundhöhlenabstrich ist am besten, weil da haben wir in 5 Minuten die DNA, wirklich, also in ein kleines Röhr und in einem bestimmten Buch von bestimmten Temperaturen, die DNA ist quasi schon bereit für den nächsten Schritt. Ja. Der nächste Schritt ist dann diese Marker dazu geben. Also wenn Sie andere Proben nehmen, wie ich gezeigt habe, sie müssen trocken und kühl gelagert sein. Also es ist bei so Proben, die halten super lange. Man kann zum Beispiel DNA, hat man von Höhlen, Knochen isoliert, ganz intakte DNA, weil dort ist so 4 Grad stabile Umgebung etwa. Also kühl ist gut und trocken. Weil wenn man es nass hineinsteckt, ohne Trocknen, dann kondensiert. Also wenn das in der Hitze dann von Afrika zu uns geschickt wird zum Beispiel, kann schon sein, dass sich das dann langsam zersetzt, wenn es nicht so feucht. Ja. Deswegen für Länder wie Afrika, Thailand, wenn wir da Boden kriegen, dann sage ich, am besten ist ein Nagel, ja, weil der ist trocken. Und wir kriegen manchmal von daher auch Proben, weil wegen den Familienzusammenführungen, da verlangen auch die Behörden nachgewiesen die Elternschaft. Ja, also in einem Papierkuvert ist mir am liebsten, ja, kein Plastik. Also wenn wir das machen, wir bei uns, und dann beschreiben, oder wenn wir es verschicken nach Tirol oder so, dann die Leute wissen dann schon nach der Anleitung, sie müssen es auch trocknen nach der Abnahme, das kann man auch gut hinstellen, und das trocknet dann aus, eine halbe Stunde kann man es zumachen und dann schicken sie es zu uns, es klappt, das kann man. Ja. Ja, das geht. Also das habe ich auch mal bekommen. Eine Haube mit einem Haar drinnen. Mit mehreren Haaren, aber offensichtlich, laut Aussage des Instituts, war dann zu wenig DNA. Normalerweise geht das. Wir haben auch schon von einem Detektiv eine Haube bekommen, weil das Kind nicht, es war nicht möglich für den Vater vom Kind, das Kind zu haben. Und der ist dann mit einem Detektiv, mit der Schule hat er dann die Probe gekriegt und ein Detektiv hat mal sehr lustig eine Probe beschafft. Das war ein erwachsener Mann, muss ich sagen, weil die Frau hat entdeckt,
im Testament, wie der Mann gestorben ist, dass es da noch ein Kind gibt, von dem sie nichts gewusst hat. Und sie wollte einfach wissen, ob das sicher auch der Sohn ist. Und hat ihn mit einem Detektiv die Probe beschaffen lassen. Und zwar der beobachtet, dass der immer mit seinem Kind in der U-Bahn fährt. Und es war Sommer, ein kurzes Hemd angehabt. Und der Detektiv hat eine Schachtel gemacht mit doppelseitigem Klebeband und hat ihn angekrempelt, wie der rausgegangen ist. Und dann waren Haare auf dem Klebeband von dem. Und diese Haare waren wie, als hätte ich eine Speichelprobe. Es war ein Supermaterial. Ja. Oder ein anderer Detektiv hat einmal einen Kaugummi-Test mit einem Kind gemacht, welche Kaugummis die besten sind. Da hat er auch eine Superprobe gehabt. Oder ein Luftballon aufblasen. Ja, diese Dinge. Diese Dinge gehen diese, alle. Diese Dinge fallen den Kindern, wenn man es nicht sagen würde, wenn es nicht so auf. Nicht so auf, natürlich. Wenn man natürlich mit der Warteschau ja. Eigentlich wollte. Es kommt aufs Alter. Ja. Man hat keinen Zugang zu den Kindern. Ja, dann ist es offensichtlich. Und dann kommt man gleich wieder in das schlagende Wellenhunger, mein Problem. Ich kenne das nicht abgeschnitten noch, oder erzählt er wirklich Frauen sind aus. Dann gern beleidigt, auch wenn die Vaterschaft. Ich sage immer bei Interviews, Frauen können sich gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn man ein Kind groß sieht, von dem man glaubt, das ist das eigene Kind. Oder weil es ist von einer Freundin vom Mann gezeugt. Ja. Also wir Frauen können uns das nicht vorstellen. Und die Frauen sind nicht mal bereit, sich in diese Lage zu versetzen. Weil ich sage das, wenn sie beleidigt sind, das passiert ja auch bei uns im Labor, das fällt ihm ein, also der ist der Streifel an mir und meiner Treue. Es gibt die Kuckuckskinder und es muss ja nicht von ihr sein. Und jedenfalls muss ein Mann sich einfach Gewissheit verschaffen können, nicht? Das ist ganz klar. Das geht ja. Also unser Rechtssystem offensichtlich, wenn man das später im Zuge einer Scheidung machen will, ja, und das Thema dann thematisiert, aber da wird der Rechtssystem nur was sagen. Dann gibt es Fristen und dann gibt es ein Theater und da muss man ein Riesenthema machen draus, statt dass man eigentlich das Recht hat als Vater, dass man sagt, okay, jetzt will ich wissen. Ja, früher war es ja noch schlimmer, wenn die unehelichen Väter beim Jugendamt waren und haben sich mit der Frau geschrieben, ja, dann unterschreiben sie. Ja. Und schon war er der Vater für immer. Ja. Also so. Jetzt ist es eh, dass die Männer von alleine kommen und sagen, sie mal, bevor sie unterschreiben, mal testen. Und dann werden sie eh hören, es gibt Möglichkeiten, wo man auch aus einer bestehenden Vaterschaft das abrechnen kann. Jedenfalls sage ich auch, wenn eine Frau ihren Mann liebt, schenkt sie ihm eine Vaterschaft fest, dann braucht er gar nicht zwei Kinder. So einfach ist das. Ja, weil wenn ich kein Problem damit habe, also schenke ich immer Vaterschaftstest. Ja. Man sieht ja nichts heraus aus den Zahlen. Das sind ja keine Persönlichkeitssachen, was sie sehen. Ja, mir ist dann Angst passiert bei mir. Ja. Ich habe eine Blutgruppenausweise angefordert. Mit der Blutgruppe kann man natürlich einmal grob. Aber 30% der Blutgruppe A und 30% der Blutgruppe B im Schnitt, also da kann man nur. Wenn es gar nicht passt, kann man auch. Das ist etwas Schlimmes passiert. Ja. Die Tante im Krankenhaus, die ist hergegangen und hat das nicht zurück mit an, weil das schon so lange her ist, muss das aussehen. Dann hat sie die gemacht, die hat das meiner Ex-Frau geschickt nach Hause. Ja. Dann ist der Brief in die Anwalt gekommen, so auf die Art, gleich, ich anerkenne die Vaterschaft, oder sie sind gehört und was muss ich. Dann hat mein Anwalt gesagt, das war jetzt eh die Vorlesung von Herrn Lübern, rein mit Telefonie, also mit einem Anwalt gemacht, dann schlussendlich jetzt gelandet. Ja. Und der hat dann zurückgeschrieben und hat gesagt, okay, sie braucht nicht die Blutgruppe, sondern sie ganz einfach die Speichel und der Haarproben schicken. Weil die Blutgruppen sind überholt, seit wir. Aber die hat dann so Kindern, auch den ich vielleicht einen Anfang hätte, sonst kann man ja vertauschen, so habe ich gesagt, von beiden Kindern, um das eindeutig zu wissen. Ja. Da muss es zurückkommen, sie lehnt aus prinzipiellen Gründen ab. Ich weiß nicht, was man sich das ist ein Anfangsverdacht, sowas. Ja, ich weiß wenn sie es ablehnen an Vaterschaft, ist ein Anfangsverdacht. Ja. Also es gibt keinen Grund, sonst abzulehnen, also außer sie ist jetzt wieder beleidigt. Aber dann hat sie nicht verstanden, dass es gut ist. Die sagen dann, okay, da reagiere ich vielleicht am Anfang angefressen, ja, aber in einer Scheidung ist das. Ich weiß nicht, ob man das anfressen soll, muss man. Aber dann im nächsten Punkt ja, geht es darum, dass man dann sagt, okay, ich sage den Kindern nichts, das ist ganz wichtig, das ist das Thema der Psychoebene. Genau. Ja, weil den Kindern nicht wenn sie in der Pubertät sind, ist es ungünstig. So, alle Psychiater und Psychotherapeuten sagen, den Kindern nichts zu sagen, weil das ist ja nicht so. Ja. Also wenn man gescheit ist,
nimmt man dann die Probe von den Kindern, haut sie in der Sattel, schickt es und die Sache ist erledigt. Geht zum Friseur oder was weiß ich? Ja, Zahn, ein Milchzahn. Die Frau, die den Zugang zum Kind hat, ja, ist nicht ganz einfach, oder Zahnbürste. Zahnbürste. Ja, ganz einfach. Also sowas verstehe ich nicht. Ja. Es gibt auch außer den Blutgruppen noch Merkmale mit der Augenfarbe, aber nur folgende. Wenn beide Eltern blaue Augen haben, dann muss das Kind blaue Augen haben. Weil blau ist rezessiv. Und wenn man blaue Augen hat als Phänotyp, also ausgeprägt, jetzt blaue Augen, dann habe ich genetisch im Genotyp zweimal das Merkmal blau auf beiden Chromosomen, sonst habe ich nicht blaue Augen. Weil die ein Merkmal auf ein Chromosom für blau und das andere Merkmal für braune Augen haben, die haben ausgeprägt braune Augen, weil braun dominant ist. Übrigens, ja. Ein sehr guter Vortrag.